Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wurxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir diesen hochmodernen Bahnhof hier gebaut, sowie den neuesten Güterbahnhof hier, wo relativ gute Versorgung mittlerweile herrscht. Die Platten, glaube ich, sind auch mittlerweile gut versorgt. Die warten auf Upgrade schon, aber wir haben, glaube ich, mittlerweile ein sehr schönes Plus. Ihr seht schon, wir sind bei 20 Millionen auf dem Konto. Was natürlich eine wunderschöne Zahl ist. Wir brauchen für den Ausbau einen Wert von 77 Millionen, sind bei 55 Millionen an Wert. Was natürlich noch geiler ist. Wir haben hier eine Mini-Produktion aufgebaut mittlerweile, die nur dafür zuständig ist, immer eine gute Versorgung an Eisenplatten zu haben. Wir haben außerdem hier unseren Bahnhof verbessert und irgendwo gleich cruist hier noch unser kleiner Eisenspezialist rum, der Eisen nach hier hinten bringt. Zur Forschung. Nicht mittlerweile kriegt es doch gut auf Lager. Also sind wir bei 34 von 100. Und dann kriegen wir neue Waggons, was natürlich mega cool ist. Und wenn wir da brauchen wir natürlich, müssen wir schauen, dass wir immer genug auf Lager auch haben. Wo ist denn unser kleiner Eisenspezialist? Eisenspezialist? Da kommt er! Ich finde den süß. Ganz ehrlich, den finde ich süß. Arsch her, er bringt's nicht. Aber besser, er überfüllt nicht, als dass er obwohl. Standzeit kostet auch, ne? Rein theoretisch. Rein theoretisch kostet die Standzeit. Wie schaut es aktuell mit den Finanzen aus? Ja, ganz gut, würde ich sagen. Das brauchen wir gar nicht. Geht zu. Die Züge, wie schaut es bei denen aus? Also ich sehe hier eigentlich nur ein Plus, außer bei dem einen hier. Die beide sind relativ gut. Der hier hat gleich die ganze Stadtrundfahrt 1 übernommen. Ne? Den sollten wir vielleicht verdoppeln. Ich glaube, der kommt da nicht so ganz hinterher. Zugmäßig sind mehrere. Der hier macht 14.000 minus, der macht 2.000 minus. Die beiden machen 60.000 minus. Der macht auch nochmal 30. Also machen die fast 100.000 minus. Die alleine machen aber über 300.000 plus. Der hier steht still, weil aktuell keine Stände gebraucht werden. Und ich würde mal unserem Depot sagen, dass wir diesen Doppeldecker hier gerne verdoppelt hätten. Wir haben einen weiteren Doppeldecker jetzt in the town. Schau mal, das wird hoffentlich positiv sich auf die Zahlen auswirken. Ja, tut sich's. Was ist das denn? Ein Radio. Ich kann später ein Radio bauen. Was für Fabriken soll ich denn hier aufbauen? Alter, was? Nee, sowas habe ich nicht im Angebot. Entschuldigung. Was ist passiert mit dieser Stadt? Neben dem, dass die riesengroß geworden ist. Wir haben hier schon wieder einen Stau. Oh, fuck. Du musst noch mal zur anderen Station. Bitte wenden. Gut. Wir haben mal wieder einen Stau geschafft, okay. Aber der hat sich wenigstens gut auflösen lassen. Huh. So. Oh, nö. Noch besser, jetzt... Oh. Zügis. Gehen wir kurz ins Depot, bitte. Mann. Bin ich froh, wenn ich einen Durchfahrbahnhof wieder gebaut habe, du. Da sind einige Züge gerade unrentabel. So, jetzt geht es von A nach B wieder. Jetzt hoffentlich löst sich langsam wieder Stau auf. Ansonsten müssen wir hier noch einen größeren Bahnhof hinbauen. Und dafür haben wir keinen Platz, außer wir reißen hier alles ab. Ah, da sind halt auch Versorgungen, die wir bestimmte Sachen brauchen hier, ne? Sonst müsste hier einiges sich verändern. Die ganze Stadt nochmal ummodeln oder so.
Das wäre auch eine Katastrophe. So, jetzt kriegt das Ding nochmal eine Eisennachlieferung. Wie viel haben wir schon? 59 von 100. Bin drauf gespannt, ehrlich, weil das sind ja neue Waggons. Warte, wir können uns das ja nochmal anschauen. Das ist die hier. Das sind eigentlich richtig geile Waggons. Allein schon, wie viel die halten können. Hier 20 Baumstämme. Da reicht uns ein Zug. Passagiermäßig natürlich auch mega geil. Also das ist ein Transportunterschied wie Tag und Nacht. Glasherstellung. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache, die wir brauchen. Aber dafür brauchen wir erstmal Sand. Und dafür brauchen wir erstmal Kupfer. Ich mag mal gucken, was kriegt man nach Elektronikproduktion? Das brauchen wir eh eigentlich. Elektronik, dann kommen Schaltkreise und Vakuumröhren, dann kommen Radio und Fernseher, dann Computergerät. Erfinde den ersten Computer, um das Spiel zu gewinnen. Aha! Ich gewinne das Spiel, indem ich vom Computer produziere. Gut zu wissen, ich habe ein Spielziel. Voll informiert über das Spiel und so. Ich habe gedacht, das ist so ein Freib... Also, wie im Grunde, Transport Fever 2, einfach ein Freibauspiel, ein gechilltes Freibauspiel, aber das hat natürlich dann mit ein bisschen mehr Logik zu tun. Du musst irgendwo hinkommen. Bitte stopf wieder nicht den Bahnhof voll. Oder der sagt hier gelb und der sagt auch gelb. Wollen wir kurz den Unterschied anschauen. So, biegt einer irgendwann mal wieder bitte da vorne ein? Ich muss da bitte was checken. Ja, danke schön. Der sagt gelb, der sagt grün. Warum sagt der grün? Wenden. Der Zwischenstopp hier ist eindeutig nicht gut. Ich glaube, das sollte ich so lassen. Und dafür dann einfach... Ja, müssen es halt ein bisschen mehr abtacken. Aber dann hoffentlich kommt da keine Verstopfung mehr, wenn da jetzt wenigstens klar ist, wo, wer, was, wie. Das ist ja die Katastrophe. Wie schaut's aus bei dir? 38. Ich sehe es sogar noch, aber ich frage lieber nach, ne? Aber es ist relativ knapp mit dem Eisen. Ah, ein schicker Zug. Schaut euch dieses kleine Modell an. Relativ süß. Tschüss. Wie viel würde uns eigentlich kosten, den Bahnhof hier zu ersetzen? Weil immerhin ist das der größte Bahnhof. Der kostet uns 1,5 Millionen. Und weißt du was? Weil der so hat Zukunft. Zukunftsbahnhöfe müssen immer auf dem neuesten Stand bleiben. Deswegen wird er direkt erneuert. Wir haben auch neue. Wir haben einen neuen Passagierbahnhof auch. Ich glaube, der ist ja auch mittlerweile 100, 250 Meter lang. Kann das sein? Ich habe doch gleich alle sogar so lang gemacht. Weil ich das wieder verpasst. Breite ändern, rotieren. R. Yep. Das ist alles in der Länge so extrem lang, aber hey. Okay. Ja, dann tun wir schnell den Zug hier rausfahren lassen. Ich würde gerne schauen, dass wir bald in jeder Richtung einfach so einen kleinen Zug haben. Dann sollte das auf jeden Fall gut funktionieren. So. Zack. Jetzt haben wir einen neuen modernen Bahnhof auch hier stehen. Schaut euch dieses Teil an. Schick. Ich glaube, so ein Teil sollte nicht eher pendeln von jedem Bahnhof. Sag nicht. Sag nicht. Oh doch, passt schon. Es geht. Es staut sich zwar, aber es geht. Das liegt ja daran, weil da ewig lange Züge fahren.
Warum denn da oben? Jetzt müsste ich Steilziel da hochfahren. Wie viel bringt ihr mir? 800. Nicht wirklich rentabel. Kann ich mit demselben Hänger, wie ich hier habe, Steinziegel fahren? Ja, theoretisch. Bedeutet, ich könnte hier Auto machen. Das ist eine gute Idee. Dann ist es rentabel. Wenn das funktioniert. So, anwenden. Muss ich dich schon retten? Nee. Also, Plan. Wir haben hier doch bestimmt irgendwo schon ein... Habe ich nicht? Okay. Ja, dann. Dann brauchen wir noch eine Station dafür. Am besten irgendwie so, dass es relativ gerade ist. Okay, geht nicht, weil die haben da schon wieder Scheiße gebaut. Wie halt immer. So, dann... Die sind eher im Bahnhof Reichweite, also von da ist es eigentlich dann nicht so wurscht. Ich setze dich hier hin. Hauptsache, der befindet sich oben bei meinem Depot. Und dann hier hinten, da stört er wenig. Gut, dann brauchen wir natürlich, das Depot kann ich austauschen, weil da kriege ich nicht die Sachen raus, die ich brauche. Bedeutet, ich brauchte erstmal das passende Depot für. Depot Nummer 2. So. Dann kaufen wir gleich mal... Wer kann den Steinziegel fahren? Du kannst Steinziegel fahren. Steinziegel. Kaufen. Aber dann können wir löschen hier. Erst die Linie erzeugen. Von hier. Laden. Nach hier. Entladen. Und dann sprechen als Steinziegel-Pokerbrück. Ich finde es cool, dass er sofort weiß, was ich haben will. Dann gehen wir auf... kaufen haben wir schon. Die schicken wir dann los, sobald der erste Zug losfährt. Dich modifizieren wir doch noch weiter. Und zwar ersetzen wir dich durch eine moderne Diesellok. Und zwar die stärkste, die wir haben. Leistung, Tonnen, wie viel Geschwindigkeit bringt ihr auf die Waage? 100 km/h. Dann reicht auch vollkommen eigentlich die hier. Für eine 500.000. So, anwenden. Jetzt wird die Strecke angepasst. Und zwar bearbeiten. Alles nochmal löschen. Wir fangen hier unten an mit Laden. Kann ich auch sagen, Auftrag hinzufügen. Andere fast umrüsten. Auto. Auf Stein. Dann halt hinzufügen. Pirchtenstedt. Entladen. Alle Einheiten. Dann umrüsten. Auf Steinziegel. Dann laden. Das muss so rum sein. Und dann können wir hier sagen, am Bahnhof entladen. Kompliziertes Fuck, aber es funktioniert hoffentlich. Und wir müssen dann hier noch so einen Wendekreis einführen, dass der hier drauf fahren kann. Also dass der von hier dann noch umdrehen kann noch. Sonst wird das nicht funktionieren. Das sollte aber passen. Dann machen wir noch schnell die Schiene. Und dann soll einfach so ein abgeschnittenes Teil sein. Dann passt das schon. Dann kann der hier losfahren.
Schauen wir uns mal die Maschine an, oder? Das ist die erste Highspeed-Zug. Aber Leute, ich würde sagen, den sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.